Das gehört dazu. Steve Davis auf Haven. Haven nochmal kurz auf Steve Davis. Tor! Kein Foul, wo man sagen muss, das muss den Elfer geben. Steve Davis schön durchgesetzt. Haven 1:1, 19. Spielminute. Sandro, wieder wichtiger Ballgewinn. Langer Ball nach vorne. Haven, Haven. Schönes Hacke zu Hacke. 2:1. Fünferkette mit den zwei defensiven Mittelfeldspielern da noch ist. Sind also sieben Mann, die da verteidigen. Macht er sich da einfach mal jetzt hier auf Kranjo. Den macht er rein. Das ist die Chance. Und das stark. Ganz stark. Und weiter. Haben sie wieder einen Fuß dazwischen. Aber generell wird es genau der Weg sein. Schnell eine Balleroberung, Ball laufen lassen, die Lücken nutzen. Schön und das Paddy. Und noch vor. Nice. Ganz stark. It's all good. I just said we have 90 minutes to play and there's und the next Kicker. One! Nice! Let's go. Aber sie bleiben halt dran und das ist das Entscheidende in diesem Moment. Perfekter Pass von Paddy! Nice. Schöner Pass. Also insgesamt deutlich gefährlicher als das, was eben gerade stattgefunden hat, jetzt schon in den ersten Minuten. Aber auf der Gegenseite jetzt. Johnny Esbeck, schöne Finte, paar Dinge. Gute Chance. Nein. Jawohl. Sehr schön. Ich weiß nicht, kommen da zwei, drei kurze Pässe und sie kommen dann noch irgendwie zum Elfer. Jetzt vielleicht die Gegensituation, Paddy. Und der macht das 2-0 im Gegenzug. 11 Minuten. Ganz stark. Nice, Paddy. Ja, let's go. Richtige Antwort da. Sehr schön. Immer wieder die Räume eng. Jetzt mal Nico wieder mit einem Ballgewinn. Wundervoll in den Lauf von Arquez. Arquez dann rüber zu Haven. Ja, Mann. Nice. Ja, schön. Der Ball auf Fizzo, nicht gut genug. Da kann Fizzo nicht viel mitmachen, aber der Ball wieder über die Außen, der ist wieder gut. Arquez erneut in die Mitte. Kreatura, der ist abgeprallt und dann ist das Steve Davis. Sorry, schade. Marin, ja, nice. Yes. Ja, sauber. Nice. Elfmeter für Deutschland und der Gefaulte wird antreten. Arquez vom Punkt und der passt aber sowas von genau. Auf geht's, komm! Germany, Georgien mit der Großchance jetzt und Tor! 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 Das 1:0 für die deutsche Mannschaft, da ist es! Chaosmaster, der linke Flügelspieler, jetzt Sun. Geflügelt das auch die deutsche Mannschaft. Kreatura setzt sich da durch, ganz stark, bleibt da im Spiel und wieder Chaosmaster und wieder das 2:0. 65. Spielminute. Jetzt Kreatura, nochmal wieder schnellen Staffette. Arquez auf den linken Flügel raus. Chaosmaster. Kann er ihn nochmal reinbringen? Nein, spielt jetzt mal zurück auf Don Mick. Da Arquez, Sun, in die Mitte auf Kreatura. Sun wieder raus und 3:0! 89. Spielminute, die Flügelspieler machen es heute.